geht's in die Oldschool-Abteilung, MP3-Player. Hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr auf meinem Technik-Kanal eingecheckt habt zum neuen Video. Wieso Oldschool-Abteilung? Ganz einfach. Ich bin da noch ein bisschen mehr älteres Baujahr und bin mit MP3-Playern eigentlich aufgewachsen und sehe darin immer noch den Retro-Style. Den gibt es ja heute auch. Und deswegen habe ich mir mal hier dieses komische Gerät, und zwar den MP3-Player Modell A09X von AGB Tech. Da ist das gute Stück organisiert, schon vor längerer Zeit. Genau, AGB Tech, entschuldigt. Und mit 32 GB zusätzlich verbaubar mit einer Speicherkarte, weil ich finde es praktischer und hat also den Vorteil, erstmal kann ich mir das Ding hier umhängen, ne, wenn man das will. Und zweitens kann man auch ein paar so schöne Sachen mit anders machen. Man kann da Radio mit hören, aufnehmen, Gespräche aufnehmen, Videos mitgucken, also Musikvideos oder was man da so alles am Start hat oder sich angucken will. Da gibt es viele Funktionen, die findet ihr aber in der Beschreibung auf Amazon direkt wieder. Mir ist es eigentlich persönlich wichtig, dass ich meine MP3s, die ich mir aus meinen Original, wohlgemerkt, und gekauften, auf die Kiste hier machen kann und mal im Sommer oder im Frühjahr, wenn ich draußen sitze, einfach Musik höre mit dem Kopfhörer, Bluetooth. Im Kopfhörer ist hier möglich, ja, nämlich Bluetooth-Kopfhörer-Verbindung ist dadurch wirklich möglich. Entschuldigt, wenn ich wiederhole. Und ja, man kann dann schön Musik hören, ne, wenn man den dementsprechenden Kopfhörer. Im Lieferumfang ist auch ein Ohrhörer dabei, den finde ich jetzt nicht so toll. Das ist eine Bedienungsanleitung, die ist ausgiebig beschrieben und den würde ich gerne heute anschauen. Dann wird einer wieder sagen, ist doch alles gut, ich habe mein Handy dabei, brauche ich nicht. Leute, gerade wenn man so ans Meer fährt und dann müsst ihr euch hinter euer Handy mal angucken, wie voll das voller Sand ist. Und da habe ich schon die deutschen Sachen erlebt und da ist mir mein Handy einfach zu schade zu. Und da finde ich so einen MP3-Player, den ich aufrüsten kann mit 64 GB, wesentlich günstiger. Wenn der kaputt geht, kann es mir egal sein, wenn der voller Sand ist. Das haben wir letztes Jahr in Polen erlebt. Ich konnte dann meinen S22 sauber machen, musste es ständig in der Tasche und abdecken, damit da bloß kein Sand reinkommt. Da nur mal so als Beispiel. Ja, und den würde ich heute gerne euch mitchecken. Wir gucken uns das mal an, machen einen kleinen Musikcheck. Ich gucke mal, was man so in den Einstellungen machen kann. Also so ein grober Überflieger. Und dann kommen wir nachher zu meinem Endvideo. Na? Ich hoffe, ihr habt Lust und Bock. Geht ab zum MP3-Player. Check, Retro, viel Spaß beim Video. So, da liegt das gute Stück, Modell A09X. Und den werden wir jetzt mal öffnen. Na, geht schon raus. Gut verpackt. Ist er? Wir haben natürlich auch ein paar Ohrhörer dabei, eine Trageschlaufe, USB Typ C auf Typ A 2.0, Bedienungsanleitung und das ist wirklich noch mal sauber verpackt hier, da gibt es echt nichts dran zu maulen. Wir packen den Kram mal weg. So. Hier ist das gute Stück. Hat einen 2,4 Zoll TFT Farbbildschirm. Na? Liegt wirklich gut in der Hand. Ja, ich weiß, es ist so oldschool. Wir müssen das Ding natürlich jetzt erstmal laden, damit wir ein bisschen Dampf auf den ganzen Kram kriegen. Das machen wir als erstes. Kabel ist lang genug. Also wer da drauf steht, hier haben wir den Kopfhöreranschluss, das Ding kann auch Bluetooth und wir werden das jetzt erstmal ans Ladegerät anschließen. So, damit ihr das seht, wir kriegen auch eine Ladeanzeige. Der ist also blitzeblank leer. An Watt leistet, zieht er jetzt 0,6, 0,7 teilweise an Watt, das kann man hier sehen. Das ist immer die Frage, ob ihr das sehen könnt. Das ist manchmal schlecht auf der Kamera zu sehen. Wir werden das Ding jetzt voll laden
Und dann schauen wir mal. Wie gesagt, hier nochmal die Kopfhörer. Da hätte man sich vielleicht ein kleines Täschchen gewünscht, aber das ist jetzt nicht so tragisch. Ach, komm raus. Also ganz normale Ohrhörer. Da sind die guten Stücke. Und wir haben natürlich noch mal verschiedene Größen hier dabei. Das ist so ziemlich die Standardgröße. Zum Anschließen ausreichend langes Kabel, dass man auch drüber hören kann. Wir ziehen mal. Ah, wir kommen schon zur Einrichtung hier. Wir können hier auf Deutsch gehen. So, und dann müssen wir mal gucken. Okay, recht einfach. Musik, UKW-Radio haben wir hier, Aufnahme. Das geht dann übers Mikro. Alles über die Tasten zu steuern. Wir haben hier noch Werkzeuge. Da gucken wir doch mal rein. E-Books, die war drauf Werkzeuge und sitzen auf OK. Was steht da? Was ist das denn? Ach, ein Schrittzähler. Bilder, Kalender, Stoppuhr, Wecker. Okay, der ist auch richtig. Return. Er hat sich automatisch gleich auf die Zeit gestellt. Da können wir zurückgehen. Hier können wir einen Wecker einstellen. Weg Zeit, weg Musik, weg Lautstärke. So. E-Books Einstellungen. Da gehen wir mal drauf. Da kann man die Sprache, Tastaturbeleuchtung. Ein. So geht es nicht zurück, aber dann müssen wir da oben zurück. Bildschirmeinstellung ist ja auch immer wichtig, ne? Helligkeit. Mal bis 11 ist Maximum. Hintergrundbeleuchtung. 30 Sekunden. Können wir an. Standby-Hintergrundbeleuchtung. Right. Da war ich jetzt zu fix. Standby-Hintergrund. Das können wir machen. Einstellungen ausschalten. Der hat einen Sleep-Timer drin, wenn er will. Volt. Der ist jetzt aus. Den kann man einstellen. Den brauchen wir hier aber nicht. So, nehmen wir mal die Lautstärke-Schalter ein. Okay. Zeit und Datum. Zeiteinstellungen. Zeit einstellen. 24 Stunden hat er. So, dann machen wir mal hier. Die Uhrzeit stimmt natürlich nicht. Muss man aufpassen, wo man drauf drückt. 20. Und ich drücke mal auf OK. So, dann habe ich die Zeit eingestellt. Gucken wir mal, ob er was sagt. Hat er genommen. So, Datum und haben wir. Und hier können wir nochmal das ganze Gerät zurücksetzen. Na? Hier können wir die Lautstärke einstellen und ausstellen. 11.20 Uhr zeigt er uns als Display an. Und haben wir noch irgendwas? Tastenbeleuchtung, zurücksetzen, Datum. Das sind so die Grundeinstellungen. UKW-Radio. Voreinstellung, manueller Tuner, automatischer Tuner, UKW, hier können wir sogar UKW aufnehmen. Also, er ist schon sehr umfangreich, wenn man jetzt da Radio sendet. Das will ich bestimmt nicht machen. Was gibt es denn noch?
manuell, Voreinstellungen. Okay, das ist mehr Quatsch. Datenträger ist leer. Videoaufnahmen und was sagt er im Bluetooth-Modus? Bitte warten Sie mal. Bluetooth-Modus ein. Okay, den haben wir. Und hier können wir dann Geräte suchen, um zum Beispiel einen Kopfhörer zu verwenden. Das ist mehr Unboxing und Grundeinstellung. Also wenn ich jetzt, habe ich jetzt noch einen Kopfhörer, den ich damit verbinden könnte. Ich guck mal. So, er hat ihn gefunden unter Bluetooth-Suche. Ich sag mal, okay, koppeln. Bitte warten. Mal sehen, ob der. Das ist der alte Kopfhörer meines Sohnes, den hat er mir vermacht von den JBL. Er meint, der funktioniert nicht mehr, aber okay. Hat er den jetzt gekoppelt? Ich gehe nochmal drauf. Nee, er ist, würde jetzt sagen, trennen. Das kann man natürlich auch machen. So, der ist schon mal gekoppelt. Dann wollen wir nur ein bisschen Musik da drauf kriegen und da gehen wir wieder mit auf die Return-Taste. So. Bluetooth ein- und ausstellen kann man natürlich da. Bluetooth Upgrade, was heißt denn das? Ja, mal auf OK. Keine Datei gefunden. Und hier haben wir die Geräteliste. Und da sehen wir dann auch, dass der JBL verbunden ist. Mein Sohn kam an, der kann nicht mehr geladen werden. Aber ich habe ihn noch geladen bekommen. Den hat Gamescrack mal meinem jüngsten Sohn geschenkt und der wollte ihn nicht mehr und jetzt nehme ich ihn mal. Immer als Testkopfhörer ganz passabel. So, jetzt schließen wir das Ganze mal an. So, um das Ganze jetzt mal ein bisschen zu verdeutlichen, der hat den hier, läuft er unter AGB A09X. Da ist jetzt, habe ich mir einen neuen Ordner angelegt und jetzt kopieren wir uns einfach dann noch mal so ein bisschen Musik rein in das Teil. Also, das hier war nichts. Wie gesagt, wenn ich auf dem Arbeitsplatz gucke, bei mir hat das immer noch Arbeit, jetzt haben wir 30,9 GB frei. Da kriegt man schon ein bisschen Musik rein. Ne? So, bei ca. 2,3 GB brauche ich 8 Minuten. Das ist gerade nicht der schnellste, aber da geht es ja auch eigentlich gar nicht drum, ne, bis man das alles so drauf hat. Schauen wir mal. Und dann hören wir uns gleich, dann, wenn das gemacht ist, mal den Klang an. Wir können natürlich auch noch eine Speicherkarte zuziehen. Das machen wir demnächst auch noch. Eben eine automatische Suche gefunden. So, jetzt gucken wir mal auf Musik. Da gehe ich mal drauf. Das ist so aus der Ferne. Wir haben eine kleine Kontrolllichte. So. Und gehen mal gucken. Album, alle Titel. Ah ja, er hat sich auch also jetzt alle gefunden und jetzt müsste ich sie abspielen können. Ich räume mir das gleich mal an. So, läuft schon mal. Wir wollen ja ein bisschen, können uns auch einen Equalizer einstellen. Jetzt gehen wir mal zurück. So, Titel läuft und um in die Equalizer-Einstellung reinzukommen, hier können wir natürlich Start-Stop machen. Geht er auf das Zeichen hier, das geht dann auch kurz an. Hier können wir die Toneinstellung, wir gehen wieder auf den Musikzeichen, Equalizer. Und hier haben wir schon mal Fun, bla 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 bla. Können wir uns hier so diverse erstmal aus. Rock, Funk, Hip-Hop, Jazz, Classic. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, jedes Mal, wenn ihr hier draufklickt, den Equalizer Variable, Geschwindigkeit, Lautsperre, das wollen wir aber nicht. Den Equalizer, Personal bin ich. So, und jetzt können wir hier einstellen. So, und wenn wir dann hier weitergehen, können wir das hoch runter machen mit den Tasten. Gehen wir noch mal eine weiter. Können wir uns das auch hier variabel einstellen. Im 80, 200, 500, 1K, 4K, 8K, 16K Bereich. Das heißt, ihr müsst immer so weitergehen. So, und dann könnt ihr das hier auch weiterstellen. Also wirklich oldschool und klassisch, aber cool. Weil Retro ist ja wieder in. Ne? Für mich ist das wichtig, ich muss am Strand oder so nicht immer ein Handy mitschleppen. Mir reicht ein kleiner MP3-Player. Und ganz ehrlich gesagt, ich habe auch nicht immer mein Handy mit.
So, da können wir dann auch nochmal verstellen. Das muss man sich natürlich anhören. Ne? Oh, braucht auch nichts machen, ihr könnt zurückgehen. Und wenn ich jetzt wieder drauf gehe, personalisiert, hat er die Einstellung übernommen. Okay, ich werde mir jetzt das nochmal eine Zeit lang die Musik anhören. Wie gesagt, über den Kopfhörer werde ich das auch gleich nochmal machen. Mal gucken, wie sich das darüber anhört. Aber ich kann jedem nur empfehlen, macht euch einen Bluetooth-Kopfhörer dran oder kauft euch vernünftiger, weil die Dinger werden nicht allzu viel taugen. Gut, ich check das jetzt mal. Bevor ich es vergaß, hier haben wir an der Seite natürlich hier nochmal laut leise ein- und ausstellen. Hier hinten ist der Typ-C-Anschluss und natürlich die Lautsprecherbuchse. Hier an der Seite, wer das sucht, ist die Red. Damit könnt ihr ihn resetten, also wieder auf 0 stellen. Und hier können wir nochmal TFT einbauen. Und ich habe gerade eine hier liegen, günstiger. Und so könnt ihr noch eine Speichererweiterung machen. Ja, ich habe mir das, kann man sich auch noch mal ein anderes Bild einstellen. Also je nach Bedarf. Na, wie gesagt, ich habe den schon ein bisschen länger im Test. Na, so ist das nicht. Es ist immer so schrittweise, teilweise aufgenommen. Und ja, mittlerweile, glaube ich, läuft ja schon ein paar Monate. Ich kann euch ja nicht immer alles zeigen, aber so, ich jetzt hier drauf komme, komme wieder ins Menü. Na, und dann kann man sich auch, glaube ich, hier die Ordner, bei den Ordnern, der hat sich gerade verschlossen. So, eine wichtige Sache solltet ihr noch wissen, falls euch das Ding kaufen solltet. So, nach einer Weile geht der dann in, ich muss mal an den Ton lassen. Ist er gesperrt, geht nichts, ne? Geht wieder auf. Ich muss mal den Ton dabei runterdrehen. Taste drücken. Gesperrt. Taste drücken. Entsperrt. Der geht automatisch in den Sperrmodus. Ne? Also da, es hat eine Zeit lang gedauert. Das steht nicht in der Bedienungsanleitung, wie ich das rausfinde. Wir kommen nochmal zu der Bedienungsanleitung. Die ist eigentlich schon wirklich sehr umfangreich. Spielzeit, Musik, Kopfhörer 48 Stunden, Bluetooth 6,5 Stunden, Kabelkopfhörer, Video 10 Stunden, das steht hier alles nochmal drin. Im Prinzip ist hier in der Bedienungsanleitung vieles drin, wie man Aufnahmen macht vom Radio, bla bla bla, aber das ist für mich weniger relevant. Na? Gut, wir hören uns, es geht jetzt auch weiter. So, das sind jetzt über die Ohrhörer. Das ist eigentlich recht gut zu hören. Hier kann man auch nochmal die Toneinstellung machen. So, der ist wieder gesperrt. Ich muss ihn wieder entsperren. Da geht wieder auf. Das macht dann eine Zeit lang. Da muss man sich dran gewöhnen. So, das ist so der Sound. Der ist ganz okay darüber. Aber kann ich nicht so empfehlen. Also ich habe das Zeit lang, hört man das ja, oder längere Zeit habe ich das ja schon über Bluetooth. Ich schalte den Bluetooth wieder ein und dann habt ihr wirklich einen satten Sound. Muss man ehrlich sagen, die JBL sind nicht schlecht. Sonemann hast du gut gekauft. So, dazu muss ich erstmal wieder zurück in meine Einstellungen. Und gehe online auf Bluetooth. Verbinden. Ich hoffe, der hat es gemacht. So, Gerät suchen. Ich hoffe, er hat es getan. Okay, hat sich verbunden. Muss man ehrlich sagen, ist ein glatter Sound. Also wie gesagt, das hängt aber auch ein bisschen mit der ganzen Geschichte hier zusammen. Also die Ansteuerung geht wirklich gut, muss man ehrlich sagen. Das Gefriemel war halt dieses Teil da reinzukriegen. Muss man aber nicht dran machen, wenn das nicht drauf steht. Und ja, dann kommen wir jetzt mal zu meinem Endreview. Also ich würde sagen, oldschool, klassisch, cool.
Also mir gefällt der wirklich gut. Das ist gut sichtbar, auch ohne Brille noch. Und so für einen Urlaub, absolut. Verarbeitung ist wirklich hochwertig gemacht. Wir haben hier einen kleinen Alurahmen drum, das ist sehr stabil alles. Wir können eine Speichergrade verbauen. Damit können wir den von 32 nochmal, glaube ich, auf 64 erweitern. Also 32 macht, glaube ich, Maximum. Bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Ich will hier, mich hier nicht festlegen. Für mich ist wichtig, und das ist das Problem, ich habe nicht gerne am Strand immer mein Handy oder im Urlaub, ja, gerade am Wasser ist das Problem, dass man hier, wenn man das Handy mit, da ist, dann hat man es in der Tasche und dann hast du Sand dran und bla bla bla, und da habe ich echt keinen Bock drauf. Also das ist mir bei einem Handy, wie zum Beispiel meinem Z4, ist das unheimlich teurer Spaß, das nachher sauber zu machen. Das habe ich schon oft gelesen, und auch leider musste mir das nach dem Urlaub dann auch schon mal beim S22 richtig sauber machen. Da überall hast du deinen Sand drin. Und wenn so ein MP3-Player verreckt, das sind 50 Euro, das ist ein Unterschied. Ne? Der Sound ist gut, man kann hier wirklich den Equalizer noch einstellen. Na, und ich mache mal auf Stopp, damit ich hier keinen auf den Sack kriege. Und er hält auch lange. Ich finde, die von der Verarbeitung her ist das echt super gemacht. Ja, diese Schleife, naja, lassen wir mal. Den kann man sich übrigens umhängen. Ne? Der müsste so dementsprechend lang genug sein. Ja, den kannst du dir wirklich hier drauf umhängen, und dann hast du den am Start. Na? Also finde ich echt super. Der ist schnell von der Bedienung her. Ich habe hier noch mal irgendwo, glaube ich, noch mal, wenn ich den wiederfinde, leider soll nämlich demnächst auch noch mal kommen. Ich habe noch so ein Retro-Teil irgendwo von Apple, aber den muss ich erst mal raussuchen. Ich weiß jetzt nicht momentan gerade, wo ich ihn gelassen habe. Letztens habe ich ihn noch weggepackt. Den kommen wir auch noch mal zu. Den habe ich geschenkt gekriegt von meiner Tochter. Aber wie gesagt, zum Gerät zurück. Hochwertige Verarbeitung, lange Laufzeit, toller Klang. Was in der Menüführung bzw. in der Bedienungsanleitung fehlt, mein lieber Hersteller, da muss man mal ein bisschen nacharbeiten. Du solltest mal schreiben, welche Taste hier wirklich zum Entsperren ist. Das habe ich erst später herausgefunden, dass das diese Taste ist, man die lange drücken muss. Da kommt man nämlich immer schnell mal drüber, und dann war es das. Dann kann ich nichts machen, muss ich neu starten. Bis ich dann herausgefunden habe, dass diese Taste wirklich dazu da ist, das nochmal auch zu entsperren. Ansonsten schönes Gerät. Wir haben hier eine kleine Kontrolllöcher, die oben ab und zu mal angeht, ne? Dass er dann auch arbeitet oder auch nicht. Er ist nämlich schon wieder am Arbeiten. So, das soll er nämlich gerade jetzt nicht machen. Da bin ich nämlich auf die Taste gekommen. Und wenn ich den jetzt gesperrt hätte, hier, dann kann euch das nicht passieren. Dann könnt ihr da raufkommen, wo ihr lustig seid. Das leuchtet alles. Der sagt aber hier, kannst du mich mal, ne? Ja, also kann ich jedem empfehlen, der auf Oldschool steht und auf MP3-Player. Deswegen findet ihr den als Amazon-Link, Partner-Link natürlich in der Videobeschreibung wieder. Wem sowas interessieren sollte, der kann sich den gerne kaufen. Kann ich wirklich weiterempfehlen. Ich freue mich schon jetzt hier auf den Sommer, auf die weitere Benutzung des guten Gerätes. Da werde ich echt was nochmal einen Spaß haben, mich draußen hinsetzen und Musik hören. Na, so stört man auch keinen. Und ein Handy ist wesentlich schneller leer, kann ich euch aus Erfahrung sagen. Da, wenn man damit lange Musik hört, ist der Akku irgendwann mal runter. Hier mit Bluetooth 6,5 Stunden ist schon verdammt lange. Deswegen ab in die Box. Solltet ihr Fragen haben zum Gerät und ich habe irgendwas vergessen, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Ja, das war es soweit in meinem Review. Schönes Gerät. Und man kann sich hier den Bildschirm auch nochmal einstellen in drei verschiedenen Formen, wie man das gerne möchte. Super Gerät. An die Abonnenten natürlich bitte nicht die Glocke vergessen, damit ihr kein Video verpasst. Falls ihr diesen Link nutzt, da schon mal danke für, damit supportet ihr den Kanal. Natürlich könnt ihr einkaufen, wo ihr lustig seid, das sich eben selbst überlassen. Und wem es gefallen hat, Daumen hoch, Abo dalassen, nicht zu vergessen. Noch zu sagen, wie gesagt, das Gerät wird ja per USB erkannt. Da müsst ihr euch einen neuen Ordner anlegen. Nochmal zum Schluss. Ja, ich sage tschüss und bye bye. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder zum nächsten. Na, was wohl.
Technikcheck hier auf dem Kanal. Macht's gut. Bis bald, euer Ducky. Bye, bye.